Ja, und damit ein allerherzliches Willkommen bei The 360 Dude bei einem neuen Video von mir. Ich war in der Stadt unterwegs in Zürich und habe die Garmin Verb 360 mit einem Gimbal getestet. Welcher das ist, schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Und ich muss sagen, ich bin echt überzeugt. Das Video ist unglaublich ruhig und stabil. Die Kamera selbst kann es man natürlich auch stabilisieren, aber mit dem Gimbal ist es noch viel besser. Was ihr jetzt übrigens seht, ich habe versucht mit Mocha VR mich selbst ein bisschen zu entfernen, das hat nur so semi-gut funktioniert. Deswegen die ganzen Fragmente, wenn man mal kurz nach unten sieht, das geht auch besser, aber es braucht unglaublich viel Zeit, das zu rendern und zu tracken. Also ich bin jetzt knapp 2,5 Tage dran gewesen, damit rumzuspielen und habe es dann aufgegeben, den Rest des Videos. Aber man sieht, es ist machbar. So, da sind wir jetzt im Victorinox Flagship Store. Wenn man nach vorne schaut, übrigens, dieser Ball ist voll mit Schweizer Taschenmessern. Das sieht echt geil aus. Und in diesem Store kriegt man wirklich alles, was Victorinox auch noch irgendwie herstellt. Also von Uhren zur linken Seite bis zu Rucksäcken und Wandersäcken zur rechten Seite. Es ist echt krass. Und man muss sagen, es ist gar nicht mal so teuer in diesem Store. Also man kann schon eigentlich ganz gut einkaufen und man kann sich fast alles da drin gravieren lassen. Ich habe damals mal vor kurzem 3 Schweizer Taschenmesser gekauft und auch noch gravieren lassen. Hat glaube ich so an die 120 Franken gekostet, inklusive der Gravur. Auch Messer stellt Victorinox her, jetzt zur linken Seite zu sehen. Und vorne jetzt, da gehen wir jetzt gerade hin, sieht man die ganzen Schweizer Taschenmesser, wo sie ausgestellt sind. Links nochmal kurz Messer für die Küchenfreunde. Und eben jetzt sieht man hier die ganzen Schweizer Taschenmesser. Es gibt so unglaublich viele Formen davon. Also wie ihr gerade seht, also ich würde es mal sagen, das sind so an die 80 verschiedene Stücke. Wer übrigens jetzt mal kurz nach rechts schaut, in diesem kleinen Kasten sind die größten Varianten drin. Die kosten so 200 Franken aufwärts. Und wenn man nach unten guckt, sieht man jetzt einen Teil des Gimbals. Hier ist es nicht entfernt. Wir gehen jetzt wieder mal raus aus dem Shop. Da links übrigens ist die Gravurstation. Da werden die ganzen Sachen graviert. Und schauen uns jetzt noch mal ganz kurz die Rucksäcke an. Da ganz links am Fenster, wo ich jetzt gerade hingehe, aber leider überblendet, kann man sich so ein Taschenmesser selbst zusammenbauen in XXL-Variante. Kann man machen, müssen wir aber nicht. Ja, da wollte ich gerade rausgehen, aber mein Freund Krolog wollte sich da nochmal kurz den Rucksack angucken. Und ich brauche schon mal überlegen, ob ich da nicht selbst einen hole. So, wir sind jetzt hier im chinesischen Garten von Zürich. Der war mal ein Geschenk von einer chinesischen Partnerstadt bei Zürich beim Aufbau geholfen hat. Und der Park ist echt schön, also wirklich sehenswert. Kommt man momentan für einen Franken rein, weil gearbeitet wird. Sieht man ein bisschen zur rechten Seite, später mal ein bisschen mehr. Gibt es auch hier diesen kleinen Durchgang, wo wir jetzt gleich durchgehen werden. Und dann sieht man auch gleich, wenn man rausgeht, einen wunderschönen Teich mit einem schönen Pavillon. Und unten, wenn man nach unten sieht, ein paar Kaikarpfen. Da waren recht viele in diesem Teich drin. War mir schon ein bisschen gewundert, aber ist allgemein richtig, richtig schön drin. Also wenn es jetzt nicht gerade Hochsommer ist, kann ich empfehlen, da mal reingehen. Picknicken ist jetzt nicht so cool da drin. Man kann sich dafür im Pavillon hinsetzen und einfach ein bisschen die Aussicht genießen. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, jeden ersten Donnerstag kann man hier drin eine Führung machen, wo die einzelnen Parkelemente erklärt werden und vielleicht die Geschichte dahinter auch sehenswert. Da kostet es dann glaube ich 15 Franken, also inklusive dem Eintritt. Und hier ist ein kleiner Steinübergang, wo man über diesen kleinen Teich drüber gehen kann. Da wird noch die Kamera kurz eingestellt und dann geht es auch schon drüber. Naja, bald. So, jetzt geht's los. Was hier ganz witzig ist, man sieht das bei den Leuten hier manchmal, wenn man mit so einem Gimbal-Stick rumläuft, dann schauen die Leute einen echt einfach nach. Vor allem diese Handy-Selfie-Stick-Leute, wenn man da mit so einem professionellen Gerät auftaucht, dann erntet man schon diverse Blicke, vor allem wenn man dann nach hinten schaut. Ich glaube, die schauen jetzt nicht unbedingt nach. Nee, die nicht. Aber es kommt dann später nochmal eine Passage, wo man durch so ein chinesischen Gang durchgehen, da schauen die Leute einfach. Das ist echt witzig, das in der Post-Production
anzusehen. Übrigens, wenn ihr auch 360 Videos machen wollt, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr das Mocha VR Plugin euch holt. Das ist zwar recht teuer, damit kann man aber recht viel machen. Es hat aber schon so Momente, wo du echt einen Frustmoment hast. Da machst du das Tracking von dir die ganze Szene lang und es dauert echt schon lang. Und dann sagt das Ding, nö, ist nicht mehr, das mag ich nicht mehr und darfst du alles nochmal von neuem machen. Und das ist mir leider ein paar Mal passiert. Ich habe auch im Forum nachgeschaut, woran das gelegen ist. Ich habe es nicht rausgefunden. Ja, mal schauen. Vielleicht finde ich mal ein Tutorial, schreibe mal Support an. Aber grundsätzlich kann man auch echt geil Sachen tracken, Sachen einfügen, sich selbst entfernen. Das kommt ein bisschen auf die Kameraperspektive drauf an. Jetzt zum Beispiel, so wie ich jetzt gehe, da könnte ich mich entfernen. Es kommt dann später noch eine Szene, da ist die Kamera recht weit vor mir. Da geht es nicht, weil man den Hintergrund von mir quasi schlecht sieht. Bin in das Tool und dann kann man mich nicht entfernen. So viel mal zu den Details. Hier nochmal der Teich von der anderen Seite und links eben der Bereich, wo gerade renoviert wird, deswegen kostet der Eintritt momentan nur 1 Franken, Stand August 2018. So, da haben wir wieder die Selfie-Jungs und jetzt gehen wir in diesen Pavillon rein und die schauen eben nach, gerade speziell, wenn wir wieder zurückgehen. Wunderschön dekoriert, gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe mir den Park ein bisschen größer vorgestellt, aber ja, groß genug würde ich mal sagen. Man kann schon ganz gut chillen oder wenn es mal ein bisschen jemand romantisch haben will, kann er natürlich auch reingehen. Vielleicht einen Antrag machen, man weiß es ja nicht. Und jetzt hier gleich links kommt so eine Art Sitzbereich, Wartebereich, bin mir nicht ganz sicher. Aber auch wunderschön dekoriert mit wunderschönen Sesseln drin und in der Mitte diesen Art Thron und Umkleidekabinett dahinter. Schöne Bilder auf den Wänden. Der war echt schön, der Raum. Interessanterweise viel kühler als draußen, obwohl die Tür offen stand und keine Klima drin war. Ja, hier nochmal das Gerüst von innen und eben an diesem Gebäude haben sie da gearbeitet. Da vorne an der Ecke machen wir jetzt gleich eine Wende, dann geht es auch gleich wieder zurück und dann zeige ich euch nochmal den Pavillon in der Mitte und da ist auch der Schnitt. Leider nicht ganz so schön. Ich bin noch ein bisschen experimentieren mit Premiere. Funktioniert auf alle Fälle besser als VR Edit, was mit der Garmin Web 360 funktioniert. Zum Anfang ganz cool, das Web Edit, aber wenn man es dann ein bisschen schöner haben will, dann arbeitet man dann doch mit Premiere. Wobei die Einblendungen vom Web Edit, also gerade wie schnell man ist und Höhe und so weiter, das ist schon eine ganz nette Spielerei, muss ich sagen. Schauen, ob ich das irgendwie in Premiere auch mit reinkriege. So, deshalb habe ich ihn in der Mitte. Fast das Zentrum vom Park hat man 360 Blick in alle Richtungen und da haben wir uns ein bisschen umgesetzt. So, da gehen wir in den Jack Wolfskin Store, recht groß in der Nähe vom Hauptbahnhof von Zürich und da wollten wir uns ein bisschen umsehen, was Jack Wolfskin so zu bieten hat und natürlich auch den Gimbal ein bisschen testen, wenn man hier ein bisschen rumläuft und da kommt gleich eine ganz witzige Szene. Jetzt dann zur rechten Seite nach den Spiegeln ist eine Verkäuferin im Hintergrund zu sehen und die hat dann die Kamera gesehen, wusste dann vermutlich nicht, dass es eine 360 Kamera ist und versuchte ihr Gesicht zu verdecken. Da war die Dame jetzt gerade vor uns steht, wenn man jetzt ein bisschen nach rechts schaut, sie steht mit einer zweiten da, hat gerade jemanden gegrüßt, hat so ein grünes Hemd an, jetzt die Hand vor dem Gesicht, aber jetzt gerade der Schnittpunkt ist, deswegen ist es gerade so unscharf. Und jetzt nimmt sie gleich den Karton und geht weg. Das ist einfach total süß. Ja, und das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.